Hi Leute, in diesem Video besprechen wir so einen Messtaster und wie wir den anschließen und in Mach 4 konfigurieren. Gehen wir kurz auf die Parameter ein. Der kostet 189 Euro mit 9 Euro Versand von Slavtech. Und was der anbietet ist 10 Mikrometer Wiederholgenauigkeit, 50 mm pro Minute Abtastvorschub und das Allergeilste ist, ihr könnt den mit 5 Volt einfach direkt an den Pokey Spin anschließen. Was noch geil ist, ist der 3-4-polige Stecker. Der funktioniert so, dass ihr den einfach abstecken könnt. Der Stecker ist kodiert. Der Taster hat hier den Stylus drin. Hier ist eine Dichtung. Unten sind gut die Verschraubungen zu sehen. Zu den Verschraubungen stelle ich euch noch ein Dokument online, wie man es ausrichtet. Mir gefällt sehr, dass es so klein und kompakt ist. Es kommt in so einer Box und das Anstecken ist halt mega easy. Ich zeige euch jetzt, wie wir das Ganze ans Pokies anschließen. Theoretisch habt ihr einen extra Probe-Input, das ist Pin Nummer 19. Ihr könnt ihr aber überall anschließen, wo ihr einen digitalen Pin habt, zum Beispiel hier hinten. So sieht das andere Ende vom Kabel aus. Weiß ist Minus, Braun ist Plus und Grün ist Signal. Ihr schließt ganz normal Braun an 5 Volt an, egal wo ihr hier einen 5 Volt Pin habt. Weiß könnt ihr an GND anschließen und Signal kommt an einen grauen Pin. Ein grauer Pin? Was soll das sein? Was meint ihr damit? Das zeige ich euch jetzt. Ein grauer Pin heißt hier so ein grauer digitaler Pin. Den könnt ihr auswählen. Denkt bitte daran, wenn ihr ein Handrad habt, dass ihr nicht die grauen Pins oder irgendein anderer Connector belegt. Etwas, was ihr wisst, dass ihr das nicht verwenden werdet. Bei mir zum Beispiel der LCD-Connector. Deshalb nehme ich Pin 28. Warum habe ich jetzt Pin 28 genommen und nicht den Probe-Input hier oben rechts? Ganz einfach, weil ich einen anderen Stecker habe, den kann ich einfach da reinstecken und gut ist. Eins ist Ground. Also weiß. 5 Volt ist braun. Und Pin 29 ist das Kabel grün. Das ist das Signal. Und das wird dann auch in Mach 4 konfiguriert. Da geht ihr ins Pulse Engine Setup. Unter Probing Input könnt ihr dann den Pin auswählen und invertieren, wenn ihr wollt. Drückt dann auf Apply. Okay. Fertig. Und jetzt geht ihr in die Maschinendiagnostik. Und das sollte Touch Probes 1 sein, 2, 3 und 4. Und hier ist nochmal Probe 1, 2 und 3 nochmal in den LEDs zu sehen. Jetzt löse ich den Taster aus, oben rechts, achtet drauf. Und die ganzen Knöpfchen leuchten. Also verdammt einfach. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Bleibt dran, abonniert den Kanal und liked. Macht's gut, haut rein!